So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, nicht Ramses Minus, habe ich nämlich davor aufgenommen. Wir haben letztens was entdeckt, als wir einkaufen waren, was ganz Besonderes, war diese fette, große Packung Geflügel Nuggets Cornflakes, also mit so Cornflakes Panade, wo ich mir jetzt schon wieder denke, die sind bestimmt absolut eklig. Ich mag ja eigentlich die mit dieser zarten Panade, aber nicht mit dieser Cornflakes-Panade, die richtig brockig und fest und stückelig ist. Trotzdem hat mich das angesprochen, wollte ich mal testen, hat mich interessiert. Das Ganze sind 700 Gramm von Gut Langenhof Geflügelnuggets Cornflakes. Da sind sogar Dips drin, nämlich zwei Dipschalen von der einen Soße, zwei Dipschalen von der anderen Soße. Die möchten wir probieren und wir haben natürlich auch die Vicious Viper Soße am Start, die wir noch dazu testen können. Und wieder die Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Nuggets warm und gucken uns die dann mal an, wenn die fertig sind, wie die ausschauen. Vor dem Warmmachen habe ich jetzt mal die Packung hier aufgemacht. Das riecht auf jeden Fall richtig gut. Und wenn ihr hier reinschaut, habt ihr süß, sour, sweet and sour Dip. Der sieht richtig billig aus. Der schmeckt bestimmt auch wieder mega künstlich. Und hier habt ihr einen Sweet Chili Dip. Also warum ist denn beides mit süß? Warum nicht normalen Chili Dip und dann sweet, süß, sauer irgendwas? Der kommt noch da dazu und hier noch der. Alles schmierig, alles eklig, alles klebrig. Da ist die Wäsche, die dürft ihr nicht sehen. Ich weiß immer noch nicht, ob das hier die perfekte Ramses Kitchen Location ist. Da wollte ich ein Testvideo für euch machen, um zu gucken, welche Location euch am besten gefällt. Weil hier ist immer auch mal ein bisschen dunkel ist und Schatten. Aber jetzt zu den Nuggets. Denn wenn das online kommt, steht die Location bestimmt schon längst fest. So, die Nuggets sind jetzt in der Mikrowelle. Sieht halt alles anders aus. Und guckt euch das mal an. Diese ganze Panade, diese ganze Cornflakes-Panade ist jetzt zurück. Man sieht, ich habe auch keine Hose an. Ne? So früh am Morgen Nuggets ohne Hose. Beste Leben. Jetzt müssen sie aber nur noch schmecken. Huch. Das ist der Nuggethaufen, den ich jetzt aus der Mikrowelle genommen habe. Aber weil das fürs Video nicht gut genug aussieht, werden wir das jetzt einfach auf den Teller machen. Der ist auch heller. So, einmal umschöpfen den ganzen Stapel. Das ist jetzt der Nugget-Teller. Der Teller kommt weg. Das riecht man hier noch wunderbar an. So sieht das doch gut aus. Da habe ich jetzt auch die Dips. Ich habe von jedem mal einen aufgemacht, denn die wollen wir jetzt dazu testen. So, irgendwie brauchen wir noch ein Bild fürs Thumbnail, deswegen halten wir das jetzt mal so hoch. Das sind die Nuggets. Und wir werden den ersten gleich in den Süß-Sauer-Dip reinpacken, beziehungsweise wir können ja auch erstmal einen so essen, ohne Dips, ohne irgendwas. Ziemlich trocken, ziemlich fest. Boah. Da musst du so sehr kauen und dich so anstrengen beim Kauen. Das ist so fest. Ich kenne das nur von den anderen Nuggets. Die sind so weich und so zart. Die kannst du mit der Zunge zerdrücken gefühlt. Die hier sind wie Gummilatschen. Richtige Gummilatschen. Richtig fest, richtig trocken. Diese ganze Panade, alles bröckelt ab. Also ein Schönheitspreis gewinnt das nicht. Geschmack ist in Ordnung, aber oh, ich glaube, nach zwei Nuggets hast du so, solche Kieferschmerzen, dass du gar nicht mehr essen kannst. Probieren wir mal den Süß-Sauer-Dip. Und der Süß-Sauer-Dip schmeckt auch total nach Chemie schon wieder. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Entweder habe ich genau die schon mal getestet, nur aus einem anderen Laden. Und das ist aus der Norma, glaube ich, mitgenommen. Wir hatten schon mal welche aus dem Lidl. Und vielleicht macht der gleiche Hersteller, hat das in beide Filiale vertrieben, Filialen. Oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Dieser Süß-Sauer-Dip schmeckt so abartig. Genauso einen Süß-Sauer-Dip hatten wir schon mal, wo der Adi damals ein Schächtelchen hinter den Gefrierschrank vermehrt hat. Kann ich absolut gar nichts mit anfangen. Da war es auch nicht schlimm, dass der andere dann weg war. Probieren wir mal den Sweet Chili Dip, der hoffentlich besser ist. Sweet Chili. Sweet Chili geht sogar, ist die bessere Alternative.
Nehmt keinen süß-sauer, nehmt auf jeden Fall den Sweet Chili. Aber so richtig überzeugt hat mich das immer noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die Vicious Viper. Die ist nämlich bald leer. Ich habe so viel in letzter Zeit mit Vicious Viper gemacht und getestet. Das ist natürlich auch sehr scharfe, extrem scharfe Chili-Soße, die man eigentlich auch nicht unverdünnt einnehmen soll. Wir verdünnen sie ja, indem wir hier ein Nugget drauf machen. Auf die Soße. Das Nugget kommt auf die Soße. So, ein Punkt. Vicious Viper. Und du merkst direkt, es fängt an zu brennen. Die ganze Schnauze tut schon wieder weh. Passt gefühlt auch gar nicht so gut dazu, weil es einfach an den Nuggets liegt. Und an der Konsistenz. Bei den anderen Nuggets, die so schön weich und zärtlich waren, hast du Vicious Viper oder Mad Dog drauf, hast das gegessen, das war ein Genuss. Hier schmeckt es trotzdem immer noch wie eine alte Ledersohle, bei der du versuchst, dich durchzubeißen, durchzukauen. Du kommst einfach nicht so weit. Aber wir haben ja immer noch unsere Mad Dog 357. Probier mal die mal aus. Ich glaube, die besten Nuggets, die ich bisher hatte, waren immer noch die von Ableben. Oder wie das heißt. Die habe ich sogar noch hier eine Packung im Kühlschrank. Die kann ich euch eventuell sogar noch mal zeigen. Aber das hier, immer wenn da irgendwas draufsteht mit irgendwelcher Cornflakes-Panade. Hier ein Tropfen Mad Dog. Ihr seht schon wegen der Belichtung, da kommt immer gleich wieder der Schatten rein. Mad Dog Nugget. Wie lange habe ich diese Mad Dog Soße schon nicht mehr gehabt, nicht mehr probiert, nicht mehr getestet? Der Geschmack von der Mad Dog, unglaublich genial, mega scharf, aber ist direkt wieder weg. Also die Schärfe bleibt, aber der Geschmack ist direkt wieder weg, weil die Schuhsohle einfach durchkommt. Also wer sowas freiwillig kauft oder nochmal kauft, weiß ich echt nicht. Ich werde jetzt nochmal eins probieren, euch mal kurz die anderen Nuggets holen. Das hier sind die, die ich normalerweise meine. Habe ich im Rewe immer mitgenommen, beim Rewe mitgesehen, da wo es die Hotdogs gab. Von Ableben Chicken Nuggets. Einfach nur eine kleine Packung für zwischendurch in der Mikrowelle fix warm gemacht. Die sind so genial, nicht zu trocken. Richtig zart, richtig weich. Die esse ich so gerne. Kein Vergleich zu diesen knibbeligen Dingern da hier. Ansonsten war es das, glaube ich, schon von meiner Seite aus. Wir gehen nochmal in den Sweet Chili Dip. Habt ihr auch schon mal, wie heißen die überhaupt? Packung habe ich schon weggeschmissen. Habt ihr die auch schon mal gesehen? So eine fette große Packung, 700 Gramm Cornflakes Nuggets aus der Norma. Würde ich euch nicht empfehlen. Ich esse gerne Nuggets, aber diese nicht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal dahin. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.